Hallihallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4. Und es ist soweit. Wir sind jetzt davor, Deutschland den Krieg zu erklären. Wir warten noch, bis wir 50 Military Power haben, damit wir noch einen General ausheben können. Das wird wohl der letzte sein, den wir ausheben. Ah, knapp dran vorbeigeschrammt. So, jetzt. Und der ist doch ganz ordentlich. Jetzt müssen wir entscheiden, wie wir das Ganze organisieren. Great Britain würde helfen. Das ist natürlich schön. Also auch wenn Brabant da helfen würde, das ist noch schöner, wenn Great Britain hilft. Hier würde nur Spanien... Aber wenn Würzburg seine Verbündeten reinruft, ne? Würzburg. Hier. Bei Nassau. Warum auch immer bei Nassau. Dann kommt ja auch Brabant. Also deswegen... Ah, schwierig. Schwierig, das zu entscheiden. Aber Großbritannien würde uns helfen. So, die Provinzen sind alle integriert. Szczecin fehlt noch. Okay, jetzt sind wir soweit. Jetzt sind wir soweit, Leute. Also gut. Wagen wir uns ran. An die ganze Sache. Wagen wir uns ran und erklären den Krieg Böhmen. Die sind das größte Land, wir wollen was von ihnen, oder? Wir haben zwar keinen Nationalismuskriegsgrund, aber ich glaube, mit dem kann man dann auch von den anderen nichts mehr fordern. Deswegen... Prag, bitte. Und Großbritannien, hilf. Also, ja, das sind alles Staaten, die wir vergessen können, die sind nicht wichtig. Einmal speichern. Und am 13. Dezember... Am 13. Dezember 1816 begann der Krieg gegen Böhmen und Prag, in dem diese beiden Koalitionen aufeinander trafen. Sieht das süß aus. Leute? Will Brabant nicht helfen? Ich dachte schon, das wird episch. Aber nein, Brabant hat gar keine Lust zu helfen. Österreich ist auch nicht dabei. Okay, alles klar. Geht auch. Irgendwie will keiner helfen. Auch schön. Umso besser. Nö, Brabant. Doch, jetzt. Jetzt haben wir es. Also Brabant. Ja, Brabant und der Rest gegen Großbritannien und... Ja, gegen mich und Großbritannien. Aber der Rest sind Kleinstaaten. Sieht ja gar nicht so episch aus, wie ich dachte. Vielleicht hätten wir da auch früher mit anfangen sollen. Ich hatte halt irgendwie Respekt vor denen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe jetzt eigentlich keinen wirklichen Grund. Brabant hat schon mal 149.000 Mann gesammelt. Darf man nicht unterschätzen hier. Ja, Großbritannien macht schon alles weg. Ich glaube, wir können die Flotte wieder einmotten. Ist billiger. Und die War Taxes gehen nicht, weil wir nicht genug haben. So, das hier holen wir uns auf jeden Fall noch, Cat. Und danach wird das hier auf jeden Fall kolonisiert werden noch. Berezov. Dann ist das doch schon ganz in Ordnung, was wir hier haben.
Okay, hier 66.000 Mann at our disposal. Auf geht's, Leute. Verbindet euch nochmal mit den 23.000. Wir haben echt viel mehr Männer, als ich dachte. Kessler ist immer noch da. Den haben wir ja schon in China benutzt. Also dann, bahn dir deinen Weg, Kessler. Mach die Truppen weg. Ah, wir können nicht helfen. In Brabant sterben uns die Leute. Ja, in Brabant haben wir jetzt die... Wir haben die Armee, die Lüttich erobern sollte. Da haben wir jetzt richtig was verloren. Nicht so schlimm. Wir belagern mal Utrecht mit Kessler. Der schafft das. Bayern kämpft gar nicht mit. Gut zu wissen. So, dann können wir mit den Ulmer Leuten nach Nassau, denn das reicht alles jeweils nicht, um diese Länder zu belagern, was wir da haben. 110.000 Mann in Nassau und die können nach Utrecht. Prag haben wir. Was fehlt denn jetzt noch? Also, Mailand haben wir probiert, Memmingen haben wir noch nicht probiert zu erobern. Dann gehen wir doch mal nach Memmingen. Nassau haben wir. Oh, 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 gefährlich, gefährlich. Kessler, we need you. Mann sind auf dem Weg, eilen zur Hilfe. Nee, nicht Hector Kessler, bitte. Der da. Hector Kessler brauchen wir hier. Der soll mitkämpfen. Es wird schwer da oben. Ein harter Kampf. Wahrscheinlich kommen wir nicht rechtzeitig. Doch, wir kommen rechtzeitig. Perfekt in Hamburg. Ja, und wir kriegen sie. Jetzt schnell verfolgen. Dürfen nicht nach Hause kommen rechtzeitig. Die brabantischen Truppen. Mann. Hier kommen nochmal 114.000. Dieser Macht kann sich doch keiner widersetzen. Ist doch unmöglich. Keine Chance für den Feind. Zack, niedergekämpft. Und hier, zack, niedergekämpft, niedergekämpft, niedergekämpft. Okay, gut. Weiter im Geschäft. So läuft das ab. So ein heftiger Krieg. Großbritannien macht eigentlich nicht wirklich viel. Also jetzt gerade haben sie sich entschieden, mal ein bisschen zu landen mit ihren Leuten. Hier. Haben gerade mal angefangen, nachdem ich die Arbeit gemacht habe. Ist ja okay, würde ich auch an deren Stelle so machen. Immerhin ist Paris gefallen. Oh, ich würde ja so gerne jetzt einfach Frieden mit Böhmen machen und Böhmen Paris geben. Aber das ist es dann nicht wert. Oh, Pariten, da verliert ihr ja alle Truppen. Es tut mir aber leid. Loon haben wir. Koblenz haben wir auch. Auf nach Lothringen. Und ihr, meine lieben Freunde, ihr dürft nach Nevers. Aber auch nur mit der Hälfte, bitte. Die andere Hälfte darf wieder oben bleiben. Doch, Kessler, bitte. Was? Mit dem kann man da jetzt nichts machen? Wir haben Limburg. Jetzt können wir rein. Na, wieso können wir denn da nicht rein? Na, jetzt bin ich aber enttäuscht. Da wollte ich jetzt gerade schön reinpreschen. Geht aber wohl nicht. Na gut. Na gut.
Hier unten sollten wir mal nochmal Verstärkung hochschicken, habe ich das Gefühl. Und zwar nach Utrecht. Ich glaube, das wird schwer. War Exhaustion können wir ruhig mal dazu bekommen. Da geht die Welt nicht von unter. So, wir haben auf jeden Fall genug Männer überall stehen. In Antwerpen haben wir gewonnen. Ja, jetzt können wir rein. Jetzt können wir rein. Hector Kessler, rein mit dir. Oh, Berezov. Warum? Wie? Ah, da. Ah, wir haben in Lun verloren, leider. Die Rebellen haben es geschafft dort. Aber die Rache folgt ja auf dem Fuße, bekanntlich. Strafe. Ja, niedergerungen. Schön. Und nein, ich möchte hier keine Advanced Production, denn ich möchte ja mir die Provinzen hier gleich schnappen. Am Ende des Krieges. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, liebe Freunde. Wir können ruhig nochmal Stabilität dazu gewinnen. Spricht nichts dagegen. Oh, die Briten tun mal was hier in Calais und gewinnen sogar den Kampf. Schön. Und wir haben mal wieder was zu tun. Schön. Nach Zeitdamm mit euch. Portugal ist immer noch hier am Rumgurken mitten in Zentralasien. Wenn es ihnen Spaß macht, ich will sie nicht dran hindern. So, wir haben Lun wieder zurückerobert innerhalb kürzester Zeit. Jetzt auf nach Brabant. Luik haben wir. Jetzt kommt noch Namur. Na, da haben sie uns angegriffen. Frechdechse. Dachse. Ja, die Briten schaffen das. Das da unten. Wir haben die Hauptstadt, wir haben Brabant. Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann haben wir alles. Ich gehe mal runter mit den Leuten und kümmere mich mal um so Städte wie Ulm, damit wir die auch noch schnell kriegen. Es geht viel leichter, als ich dachte, muss ich sagen. Ich habe uns unterschätzt. Ich hatte zu viel Respekt, glaube ich, im Spiel die ganze Zeit vor diesen Westmächten. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich gewohnt bin, dass wenn ich vom Osten in den Westen komme, als Polen oder als Muskovy oder so, dass ich dann immer rückständig bin und keine Chance habe. Aber in dem Fall bin ich ja, ich bin ja eigentlich total stark. Ich bin ja der stärkste Wessi überhaupt als Preuße. Ah. Aber wir haben ja die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Das da kann man ja auch nicht sagen. Also, wir haben ja die Zeit schon gut genutzt, die wir hatten. Haben in der Zeit tolle Sachen erobert. Ein Imperium aufgebaut, also wirklich ein Imperium. Im vollen Sinne des Wortes. Ja, die 63.000 dürfen mal hier nach Oberschwaben. Die dürfen mal nach Brescia runter, die 23.000. Lothringen haben wir. Auch wenn es hier etwas altertümlich heißt. Lotharingen. Na, wir können ja schon mal ein bisschen was raushauen. Also Liège möchte ich nicht weiter bekämpfen. Ne? Die möchte ich auch nicht haben. Einfach Warscore. Nix Warscore, einfach Frieden. Danke, War Reparations. So, dann hätten wir Lüttich schon mal raus aus der ganzen Geschichte. Aachen hätten wir. Den Arkenstein. So. Ah, die Briten helfen sogar mit in Memmingen.
hat schon. Seit wann gehört mir die... das Savoy, aber es gehört ja der Provence, nicht uns. So, wir können uns schon großteilig zurückziehen. Wir haben Barrois bekommen. Und damit ist Brabant 100% erledigt. Die haben keinen Mann mehr und kein Schiff mehr. Das ging recht schnell, muss ich sagen. Aber wir haben auch wirklich gar keine Zeit mehr. Deswegen schnell machen. Burgund könnten sie freilassen. Das wäre eine Idee, aber ich glaube fast, es wäre doch ganz nett, wenn wir ein paar Provinzchen bekämen. Utrecht und Brabant doch wenigstens. Also Breda. Utrecht und Breda, das sähe doch hübsch aus, oder? Was meint ihr? Nein, das sind keine deutschen Provinzen. Ich möchte Trier, Koblenz, Aachen, ist das noch deutsch? Limburg, das müsste alles noch deutsch sein, oder? Bei Aachen bin ich mir nicht sicher. Lothringen, Metz, Luxemburg, alles nicht deutsch. Aber... wobei, bei Lothringen juckt es mich ja auch in den Fingern, aber nein. Ja, Frankreich. Na, wobei, das ist es nicht wert, dass ihr da jetzt noch irgendwas ändert. Ja, ich weiß nicht, ob wir Aachen auch noch holen müssen. Vielleicht holen wir statt Aachen Utrecht. Vielleicht ist das sinnvoller. Dann haben wir hier die Landverbindung. Ein vollkommen zusammenhängendes Reich, jetzt bis auf diese Exklave hier. Wir haben Koblenz, Trier, Aachen. Aber Limburg ist doch sicher deutsch. Ja, und dann muss Aachen auch deutsch sein. Das sähe sonst ganz komisch aus. Das wird deutsch sein. Gut, Brabant, das ist dein Frieden. Ich danke. Oh, und ist das alles billig, diese Provinzen hinzuzufügen. Der Hammer. Und jetzt werfen wir wirklich alles rein, denn eins darf nicht passieren, dass wir zu spät fertig werden. Gut, wir werden natürlich nicht mehr Bayern bekommen und wir werden auch nicht mehr das Elsass, also Heidelberg, bekommen. St. Gallen gehört ja nicht zu Deutschland und diese österreichischen Provinzen auch nicht. Linz auch nicht, also das müssen wir alles nicht kriegen. Also das Einzige, was übrig bleibt, ist Heidelberg und Bayern, also drei bayerische Provinzen. Regensburg, Heidelberg, Straubing und Landshut. Das sind die einzigen Provinzen, die verschont bleiben werden, die wir nicht mehr schaffen werden. In der Zeit wahrscheinlich. So, Oberschwaben haben wir jetzt mit Gewalt geholt. Selbiges wird jetzt für die restlichen Provinzen gelten. Mit voller Manpower-Gewalt. Einfach alles reinwerfen, weil die da stehen. Muss doch klappen. Muss doch klappen. Nein, nein, nein. Oh, wir sind im letzten Jahr, Leute. Wir sind im letzten Jahr. Oh, Jemine. Es wird immer knapper. Ich glaube, Brescher kriegen wir nicht mehr. Wir sind schon im Mai. Ulm. Wir haben Ulm. Sehr schön. Das stimmt mich schon mal fröhlicher. Jetzt fehlen Memming, Mailand, Würzburg. Ja, also Mailand können wir, kann uns egal sein. Die machen bestimmt Frieden. Tschüss, Mailand. Ist mir egal. Jetzt alles reinwerfen. Jawohl, wir haben Memming. Okay, Memmingen. Dich hätte ich noch gerne. Wir haben Memmingen. Und jetzt noch Böhmen. Ah ne, halt, da fehlt noch Würzburg. Sie können auch keine Sache mehr zurücknehmen. Wir sind mit dem Kaiser im Frieden. Gibt es das Reich noch? Ja, das gibt's noch. Jetzt noch mit Böhmen Frieden schließen.
So, Leute, damit hätten wir die deutschen Lande geeint. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, in Anführungszeichen, wäre halt Heidelberg und diese drei bayerischen Provinzen. Das ist aber wirklich nur noch Schönheits-OP.